Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe in letzter Zeit, erinnere ich mich sehr oft an meinen Konfirmationsunterricht. Ich war 15 und wir mussten fast jeden Sonntag in die Kirche. Und ich bin kein Fan von Gottesdienst. Ich finde generell das Konstrukt von Religion sehr kompliziert, weil wenn du betest, dann bist du gläubig. Wenn dir aber jemand antwortet, dann bist du wahnsinnig. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Sonntag, weil es das erste Mal war, dass ich gekifft hatte. Ich hatte am Anfang Angst. Ich sage, hey Victor, es ist doch eine Sünde, vom Gottesdienst zu kiffen oder nicht. Und Victor meint, Nikita, wenn wir nicht sündigen, dann ist Jesus umsonst gestorben. Wir kommen also in die Kirche, total bekifft, okay? Und wir setzen uns zwischen die Leute und da war so dieser Geruch, so diese Kerzen, das Wachs und das Holz und alles. Und Victor irgendwann, Nikita, was stinkt hier so? Und ich sag, wahrscheinlich hast du dir in die Hose geschissen. Und die Leute meinen so, pssst! Und der Pfarrer kommt rein und sagt, bitte erheben Sie sich. Und alle stehen auf, alle außer ich. Ich sitze da und heb mich fest. Und Victor meint, Nikita, du musst aufstehen. Ich sag, ich kann nicht. Wenn ich loslasse, dann fliege ich weg. Nikita, wenn du nicht aufstehst, dann kommen wir in die Hölle. Und ich stehe also auf, okay, aber ganz vorsichtig, ne? Und ich umarme so die Bank von dem, der vor mir sitzt. Ich stehe so da, ganz zittrig. Dieses Gefühl, ne? Also meine Beine, das kam mir vor, als würden die so über mir schweben. Und ich stehe da. Und Victor greift unter die Sitzbank und holt so einen Riesenstapel Gesangsbücher raus und drückt die mir alle in die Hand und meint, hier, du musst das festhalten, damit du nicht wegfliegst. Jetzt stehe ich also da und der Pfarrer sagt, lasset uns singen. Und die Leute neben mir, die wollen von meinen Büchern greifen. Und ich sage, nein, das geht nicht, ich kann keine geben, sonst fliege ich weg. Und die Leute sagen, sag mal, geht's noch? Und die greifen nach den Büchern. Ich sage, nein, es geht nicht. Und ich kauere mehr zusammen, ne? Und die versuchen nach den Büchern zu greifen. Also gehe ich so in die Hocke, ne? Und ich lege mich so hin. Also ich liege also da, so in Embryo, ganz eingemummelt, die Bücher fest umschlungen. Und die Leute gucken mich an. Entsetzt. Das gibt's ja nicht. Die reden untereinander, zeigen auf mich. Und Victor beugt sich zu mir runter und sagt, Nikita. Nikita. Ich sage, was? Ich habe Hunger. Bald gibt's Abendmahl. Nikita, ich denke, du hattest vorhin recht. Ich glaube, ich habe mir in die Hose geschissen. Ich sag, wie kommst du jetzt da drauf? Nur überall ist dieser Geruch, der wird immer stärker. Riechst du das nicht? Ich sag, nein, Mann, ich riech gar nichts. Nur Nikita, dann hast du dir auch in die Hose geschissen. Nikita, Nikita, ich sag, was? Abendmahl fühlt sich falsch an. Wir können doch nicht einfach Jesus aufessen. Ich sag, wir essen ihn nicht auf. Wir knabbern nur an ihm. Und trinken sein Blut. Ach so. Nikita. Nikita, ich so, was? Wir müssen irgendwie, ich muss irgendwie meinen Arsch abputzen. Bevor die Leute das riechen. Ich sag, ich kann dir nicht helfen, Mann. Wenn ich die Bücher loslasse, fliege ich weg. Du musst unsere Ärsche putzen. No. Nikita, ich weiß nicht, ich möchte nicht an Jesus knabbern. Das tut doch weh. Ich sag, das macht ihm nichts aus. Der ist nach seinem Tod wieder auferstanden. Der ist ein Zombie, der spürt nichts. Ach so. No. Aber Nikita, ich so, was? Und die Leute gucken uns alle an. Ich glaube, die haben gemerkt, dass wir in die Hose geschissen haben. Ich sag, Victor, du musst einfach ganz leise sein. Dann denken sie, das kommt von den Kerzen. No. Nikita, ich habe eine Entscheidung getroffen. Wenn Jesus nach Hühnchen schmeckt, werde ich ihn essen. Aber was ist, wenn ich plötzlich rausfinde, dass die ganze Zeit über Hühnchen nach Jesus schmeckt? Und dann legt sich Victor zu mir und umarmt mich von hinten und reißt Seiten aus dem Gesangsbuch raus und frisst sie. Und gleichzeitig füttert er mich mit den Seiten und sagt, Nikita, du musst das essen, Vitamine und das Wort Gottes. Hey, und die Leute sind entsetzt, die sind außer sich, die reden, die werden immer lauter, die rennen, die gehen auseinander.
Ne? Und der Pfarrer kommt, der will wissen, was da los ist. Und dann sieht er uns, wie Viktor und ich da liegen, einander umarmt in Embryo und die Gesangsbücher fressen. Und er packt uns an den Ohren und zieht uns ins Nebenzimmer. Und er schreit uns an, ihr seid gottlos, ihr seid eine Schande. Ich werfe euch aus dem Konfirmationsunterricht. Und dann bestraft er uns, indem er uns dazu zwingt, die Bibel zu lesen. Nach dem Motto, sucht euch eine Geschichte aus, die euer Verhalten spiegelt und dann sagt ihr mir, was ihr daraus gelernt habt. Und ich sag euch, und solange bleibt ihr hier in diesem Raum. Und ich sag euch, diese Strafe hat mein ganzes Leben geprägt. Im Grunde genommen spaltet sich das Leben in drei Phasen. Geburt, was soll die Scheiße, Tod. Und die Bibel hat es geschafft, die mittlere Phase für mich lückenlos zu beantworten. Ich sage euch, wenn ihr euch erstmal überwunden habt, die Bibel zu lesen, weil wegen Schriftgröße 0,5 und alles, dann werdet ihr feststellen, dass das Ding unfassbar geile Geschichten hat. Mein Tipp für zu Hause, lest die Bibel, aber auf Gras. Der Hammer. Das Problem dabei ist, dass du dabei extrem schnell wieder nüchtern wirst, weil in dem Moment, wo du sie liest, bist du einfach dazu gezwungen, logisch zu denken. Jedenfalls, Viktor und ich, wir sitzen in diesem kleinen Nebenraum, wir lesen die Bibel und Viktor ist total geflasht, er sagt, bläh, Nikita, guck dir das an, da ist ein Zimmermann, der einfach so auf dem Wasser läuft. Ich sage, Viktor, glaubst du das? Nur ich muss, sonst komme ich in die Hölle. Eine sehr geile Geschichte ist die von der Jungfrau Maria. Versetz dich mal in die Lage von Josef, die arme Sau. Stell dir einfach mal vor, du bist verheiratet. Du und deine Frau, ihr hattet in eurem Leben noch nie Sex. Plötzlich kommt deine Frau und sagt, ich bin schwanger. Keine Ahnung, wie das passiert ist, ich habe nichts gemacht. Ich als Mann denke mir da sofort, das kann nur Gott gewesen sein. Ihr dürft ruhig klatschen, das ist kein Theaterstück. Ich zeige diese Geschichte Viktor. Ich sage, lies sie dir durch. Und er sagt, bläh, was für geile Ideen die haben. Wieso machen die keinen Film daraus? Ich sage, es gibt Filme davon, aber die sind scheiße. Und du hast recht, Nikita, das Buch ist besser. Was auch eine sehr geile Geschichte ist, ist die der Arche Noah. Noah, die arme Sau, musste einen Arsch voll Tiere auf ein Schiff stopfen, damit Gott die Welt fluten kann. Mach das mal. Fang mal zwei Löwen und stopf sie auf ein Schiff, das voll ist mit Hyänen, Schakalen, Antilopen und irgendwelchen Termiten auf dem Holzschiff. Und ganz oben sitzt Gott, guckt zu und denkt sich, Alter, gib dem Teufel noch einen Fuffi und sagt, du hattest recht, er macht das wirklich. Nachdem ich diese Geschichte gelesen habe, sage ich zu Viktor, hey, ich weiß nicht, ob ich noch an Gott glauben kann. Und Viktor sagt, Nikita, wir müssen. Der Typ ist hochaggressiv. Was ist, wenn wir nicht an ihn glauben, irgendwann sterben und plötzlich steht er vor uns? Dieses Risiko können wir nicht eingehen. Der poliert uns die Fresse. Nikita, konzentrier dich. Eine Geschichte, die mich sehr geprägt hat, war die von Abraham. Gott kommt zu Abraham und sagt, Abraham, was geht? Liebst du mich? Und Abraham sagt, ja, schon. Und Gott sagt, als ob, beweis es. Geh raus und bring deinen Sohn um. Und Abraham, kein Problem. Also geht er raus mit seinem Sohn. Und gerade als er zustechen will, kommt Gott und sagt, wow, 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 übertreib doch nicht, Mann. Ich hab dich nur verarscht, Mann. Alles gut, geh nach Hause, ich glaub dir. Ey, Abraham denkt sich doch in diesem Moment, du bist doch am Arsch, Alter. Sein Sohn denkt sich in diesem Moment, ihr seid beide am Sack. Stell dir mal vor, dein Vater kommt zu dir ins Zimmer, weckt dich auf und sagt, hey, komm, wir machen einen Spaziergang. Und du liegst da, sagst, hey, Pap, es ist 4 Uhr morgens, was willst du mit der Schrotflinte? Und dein Vater sagt, hey, wird cool, vertrau mir. Und ihr geht durch den Wald und gerade als er abdrücken will, kommt Gott und sagt, passt, danke, danke, könnt heimgange, alles okay. Ich weiß nicht, was für den Sohn am traumatischsten ist. Dass sein Vater abdrücken wollte, der Rückweg oder das Frühstück, das die danach zusammen hatten. Und ich denke mir, wo ist da die Message? Und ich frage ein paar Theologen. Ich sage, was ist das für eine bekackte Geschichte?
Und die Theologen sagen, ja, Gott wollte Abraham prüfen, wie sehr er ihn liebt. Ich sag, der muss nichts prüfen. Der ist in eurem Buch allwissend und allmächtig. Der wollte ein Statement setzen. Der wollte seine Macht demonstrieren. Der wollte sagen, hey Abraham, ich bin alles, du bist nichts. Wollen wir wetten? Geh raus und bring deinen Sohn um, du Flasche. Hey Luzifer, hier noch ein Fuffi, der macht's wirklich. Meine absolute Lieblingsgeschichte ist die Schöpfungsgeschichte. Gott sagt 7 Tage lang, es werde. Es werde Licht, es werde Wasser, es werde Mann, aber er sagt nicht, es werde Frau. Und da sagen die Theologen, ja, weil die Frau nur ein Bestandteil des Mannes ist. Ja, habe ich kapiert. Ich habe den Text verstanden. Ich habe mittlerweile auch verstanden, dass in jeder Religion, wo Gott ein Mann ist, frauenfeindlich und homophob orientiert ist. Ich schweife ab. Also, Garten Eden. Gott stellt einen fetten Apfelbaum rein und sagt zu Adam und Eva, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt, kein Problem, mir scheißegal, Finger weg vom Apfelbaum. Wo ich dann denke, Alter, dann stell ihn doch woanders hin. Es ist offensichtlich, dass die 2 von dem Apfelbaum essen. Den ist langweilig. Das ist, als würde das dicke Kind den Kuchen bewachen. Genauso gut hätte er auch ein Fahrrad hinstellen können und sagen, macht, was ihr wollt, aber fahrt nicht mit dem Fahrrad. Und was passiert? Die essen von dem Apfel. Und plötzlich merken sie, dass sie nackt sind. Wie kannst du merken, dass du nackt bist, wenn du in deinem Leben noch nie zuvor Klamotten gesehen hast? Und dann verstecken die sich. Die haben Schuldgefühle. Und Gott ist wütend. Gott sucht sie. Gott, der allgegenwärtig ist und allwissend, sucht sie. Und ist zornig. Und dann bestraft er sie. Mit schmerzvollen Schwangerschaften, mit lebenslanger Arbeit und Verbannung aus dem Paradies. Wo ich denke, übertreib doch, die sind erst ein paar Wochen auf der Welt. Was ist los mit dir? Du hast die Schwachköpfe erschaffen. Aber in diesem Moment, in diesem Fall bin ich mit der Entscheidung von Gott absolut einverstanden. Weil, wenn du als Hersteller ein Auto entwickelst und mutwillig Schwächen einbaust, sodass kurze Zeit später der Fahrer 10 Leute überfährt, weil die Bremsen kaputt sind oder das Lenkrad nicht funktioniert, es ist offensichtlich, wer ins Gefängnis kommt. Das Auto. Der Fahrer kommt zu uns ins Zimmer und fragt, und? Welche Geschichte habt ihr euch ausgesucht? Und Victor sagt, Herr Pfarrer, also das Buch ist nicht schlecht, aber da ist ein bisschen zu viel Science Fiction. Und der Pfarrer sagt, hüte deine Zunge. Gott sieht und hört alles, was du sagst. Ja, ich weiß, Gott sieht alles. Aber anstatt, dass er Welthunger einfach abstellt, schaut er mir lieber zu, wie ich masturbiere. Ich sage, Herr Pfarrer, ich finde das Buch nicht schlecht. Es hat ein paar Schwächen, vor allem gegen Ende. Und es widerspricht sich ein bisschen, aber es hat Potenzial. Ich verstehe noch nicht die Handlungen von Gott, weil es gibt auf der Welt so viel Leid und Qual. Und der Pfarrer meint, Gott hat einen Plan für jeden von uns. Und Victor sagt, Gott hat einen Plan für jeden von uns. Ne? Das ist ein schöner Slogan für Auschwitz. Ich sage, oh, Herr Pfarrer, bitte seien Sie nicht böse, aber ich denke, Nikita und ich, wir melden uns von Religion, von Kirche und so weiter ab. Und der Pfarrer dreht durch, sagt, Gott stellt euch auf die Probe, das ist der Teufel, der in euch spricht. Ah, Herr Pfarrer, ich habe keine Angst vom Teufel. Wie kann ich jemanden respektieren, der im Keller bei seinem Vater immer noch lebt? Die Sache ist die, ich glaube, die Religion funktioniert deshalb so gut, nicht weil die Bibel von so vielen Menschen gelesen wird, sondern weil die Bibel von so vielen Menschen nicht gelesen wird. Schlag das Ding mal auf. Du weißt hinterher noch weniger als davor. Da ist ein Buch, in dem Schlangen sprechen, Hippies über Wasser laufen und Jungfrauen Kinder gebären. Und dieses Buch will mir erzählen, dass Homosexuelle gegen die Natur sind. Logische Lücken werden einfach durch Glauben retuschiert. Das ist im Grunde genommen, ist die Bibel ein ungelesener Bestseller, geschrieben und übermittelt von einer über 2000 Jahre alten Schäferkultur. Was ich damit sagen will ist, Religion ist Privatsache, die geht niemandem etwas an und die hat auch in der Öffentlichkeit nichts verloren. Es gibt an die 5000 Götter, woher willst du wissen, dass deiner der richtige ist? Wenn ich von jetzt auf gleich beschließe, fliegende Pimmel mit Schnurrbart anzubeten, sind es 5001.
Ja, Religion schafft Konflikte, Religion spaltet Völker, Religion behindert Fortschritte, die Meinungsfreiheit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Ehe zwischen Homosexuellen, das sind alles Dinge, die gegen die Religion sprechen. Und die Menschen, die am Fortschritt der Menschheit massiv beteiligt sind, die glauben nicht an Gott. Ich habe neulich einen Physiker gefragt, was ist für dich Gott? Er sagt die Zahl Null, nicht existent und doch verfügbar. Ich habe einen Arzt gefragt, was hältst du von Gott? Der sagt, der Typ ist ein Arsch, wir retten Leben und er kassiert die Lorbeeren. Selbst die Priester glauben nicht daran. Würden die Priester daran glauben, würden sie ihre Freizeit nicht damit verschwenden, Knaben zu bumsen. Versteht mich nicht falsch. Ich halte Religion für wichtig und heilig, solange du sie hier bei dir behältst. Und ich rate es jedem, zieh raus, geh nach draußen, such deinen Lebenssinn, such deine Religion und finde deinen Gott. Und wenn du ihn gefunden hast, dann halt deine Fresse. Falls du aber doch der Meinung bist, du solltest deine Religion verbreiten, klingel nicht bei anderen an der Haustür, laber die Leute nicht damit voll. Nimm einfach die Bibel und wirf sie aus dem Fenster. Und wenn du jemanden am Kopf damit triffst, wird der Schwachkopf glauben, das sei ein Zeichen Gottes. Victor und ich, wir sind nicht gottlos. Wir haben auch unseren Glauben. Wir hatten neulich ein sehr spirituelles Gespräch. Ich habe ihn gefragt, ich sage, hey Victor, nach deinem Tod, wie möchtest du eigentlich bestattet werden? Und er sagt, ah Nikita, ich bin ein Romantiker. Es wäre schön, wenn ihr mich einfach am Strand verteilt. Aber ich möchte dafür nicht verbrannt werden.